Das ist Sand. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Und das ist Axel Burghofer. Den kennt ihr wahrscheinlich noch nicht. Axel Burghofer holt jeden Tag Sand aus einer Sandtankstelle. Hebel auf und dann füllt er den ganzen Wagen mit Sand. Das staubt ein bisschen, dauert eine ganze Weile, aber irgendwann dann ist er fertig und steckt den Zapfhahn wieder in die Halterung. Dann nimmt er so eine Schütte, mit der man zum Beispiel auch Kohlen aus dem Keller holen kann, packt sich den Wagen und fährt damit zum großen grünen Tor hinaus. Dann läuft er damit über eine Rampe, stellt den Wagen ab, nimmt die Schütte, packt Sand rein und geht damit zu einer Straßenbahn. Was macht Axel Burghofer nun mit Sand in der Straßenbahn? Also erstmal klappt er einen Sitz hoch, öffnet einen Tank, der da drunter ist, unter diesem Sitz und gießt den Sand hinein. Fast die ganze Schütte geht in diesen Tank. Und erst wenn er ganz voll ist, dann klappt er den Deckel zu und den Sitz wieder drüber. Axel Burghofer ist nämlich zuständig für die Sicherheit und Ausrüstung von Straßenbahnen in Köln. Deshalb geht er jeden Morgen durch verschiedene Straßenbahnen und füllt die Tanks unter den Bänken mit Sand. Nicht nur an einer Stelle sind solche Tanks, sondern zum Beispiel in dieser Straßenbahn, da gibt es die Tanks an vier Stellen. Als letztes kommt noch Sand unter diese Doppelbank. Aber wozu braucht man beim Straßenbahnfahren Sand? Um uns das zu zeigen, hat der Herr Burghofer erst einmal eine Gießkanne mit Wasser gefüllt. Dann hat er die Gießkanne mitgenommen in die Straßenbahn, ist wieder ausgestiegen und hat Laub gesammelt. Eine ganze Plastiktüte voll. Die hat er auch mitgenommen in die Straßenbahn und ist mit dem Plastiksack und der Gießkanne erst einmal auf eine Teststrecke gefahren. Dort hat er den Straßenbahnzug angehalten, die Gleise vor der Straßenbahn mit der Gießkanne begossen, nass gemacht und auf die nassen Gleise Laub gepackt. Denn wenn jetzt das Laub auf den nassen Gleisen festklebt und eine Straßenbahn zum Beispiel an einer Haltestelle genau da zum Stehen kommt, dann kann es passieren, dass die Straßenbahn plötzlich nicht mehr anfahren kann. Die Räder drehen durch, der Straßenbahnzug kommt nicht vorwärts. Und deswegen gibt es in jeder Straßenbahn einen Hebel, unter dem Sand steht. Und unter der Straßenbahn gibt es ein Röhrchen vor einigen Rädern, aus dem dann der Sand herauskommt. So, Achtung, aufgepasst, Hebel runter. Und da kommt der Sand, ganz trockener Sand. Und die Straßenbahn kann tatsächlich wieder losfahren. Nochmal, ganz langsam, Hebel runter, Sand. Dann können die Räder wieder greifen und die Straßenbahn fährt los. So, und dieser Sand, der hilft natürlich nicht nur im Herbst, sondern auch im Winter bei Eis und Schnee.